Willkommen zurück zu The Last of Us. Beim letzten Mal wurden wir hier ein bisschen in der Mangel genommen und jetzt hoffe ich, dass wir das heute ein bisschen besser deichseln können als beim letzten Mal. Weil, ist ja dann doch so ein bisschen viel Ballerei gerade. Ich habe mir jetzt auch tatsächlich erlaubt, hier diese, Zielhilfe hier mit einzubinden, weil viele von euch wissen bereits, ich bin bei Controllern, generell bei Konsolenspielen, ein totaler Kackbohn, was die Steuerung mit Shootern angeht. Da treffe ich immer erst in 5 Stunden etwas und muss viel zu genau zielen. Und deswegen habe ich mir tatsächlich halt die Zielhilfe mit dazu geholt. Etwas, wo ich so genau zielen muss, oder wo es hilfreich ist, wenn ich so genau ziele. Da habe ich mir mal die Zielhilfe dazu geholt. Aber weil, ne, sonst haben wir teilweise sehr, sehr große Frustmomente und so. Oh, warte. Müssen wir halt nur noch irgendwie die ganze Map muss jetzt auch noch erledigen. Hallo. Okay. Was haben wir? Oder auch nicht? Oh, shit. Mich voll erwischt. Okay. Der liegt jetzt am Boden. Ich hoffe, der bleibt auch am Boden. Ja. Hallo. Der nächste. Okay. Ich glaube, das war's jetzt. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich hoffe es mal. Mal hier bitte nachladen. Achso, da ist nichts. Dann warte mal, dann mach mal folgendes. Setz mal hier eine andere Waffe rein, nämlich die hier. Lade die mal nach. Dann kann sie jetzt davon ein bisschen Munition mitnehmen. So. Na, man muss ja so ein bisschen gucken, dass man hier so ein bisschen Munition spart oder halt mitnehmen kann oder ich weiß auch nicht was. Einmal würde ich gerne hier in den Raum reingehen. Das war knapp. Normalerweise bräuchte Ellie auch irgendwie. Los, na komm. Ne? So ein bisschen. Eine Waffe. Schussübungen. Und all so ein Kram. Bisher höre ich jetzt aber auch keine weiteren Soldaten. Ich meine, ich brauche auch nicht unbedingt welche. Aber man weiß ja nie. Nachher wäre es ja dann doch noch besser, wenn man dann sowas hätte. Was haben wir da? Ah, guck mal. Medikamente. Und Steigern von Fähigkeiten, was ich bisher noch nicht genutzt habe. Sollte ich vielleicht mal tun. Okay. Wir müssen hier runter und raus. Und ich weiß nicht wohin. So ein Ding sollte ich vielleicht mal wieder mitnehmen. Wir haben ja nichts mehr. Ne, weil das habe ich ja irgendwo zerhauen. Bei irgendwelchen Möchtegern-Zombies. Haben wir da irgendwo einen Gegner? Ich weiß nicht, wie viele es sind. Ja, noch weißt du es nicht. Wir werden es bestimmt gleich erfahren. Da hinten. Trifft ihr auch niemals von hier. Kommen sie wahrscheinlich auch noch durch die andere Tür. Ja, sage ich doch. Ja, der ist hinüber. Lade nach! Gut, diese Zielhilfe. Mit der ziele ich auch sehr viel genauer. Also, eigentlich macht das kaum einen Unterschied, habe ich so das Gefühl. Also ein bisschen schon, aber auch nicht so, dass ich sagen würde, wow! Okay. Der hat Munition fallen lassen. Gefällt mir. Okay, mit dem Gewehr muss ich tatsächlich halt so ein bisschen länger drauf zielen und dann schießen. Dann zielt er halt etwas genauer. Nicht so in großen Radius und so. Hallo? Lade nach! Wieso sind da nur 2 Schuss drin gewesen? Boah, was die manchmal aushalten hier.
Das ist nicht feierlich. Hast du irgendwas hinterlassen? Keine Hinterlassenschaften für mich. Aber der zumindest etwas. Haben wir hier die Lampe anmachen. Da haben wir ein bisschen einen Snack zum Schnacken. Haben wir noch mehr. Taschenlampe! Ah ne, Moment, falsches Spiel. Shit. Er will nicht sterben. Auf den Kopf zielen ist natürlich auch so eine Sache. Das sind sogar zwei. Shit. Kannst du mal aufhören, mich zu treffen? So. Lade nach! Nehmen wir hier den letzten Schuss mit dem Gewehr. Wenn ich jetzt was treffen würde. Ja! Das müsste es sein. Zumindest für den. Ich glaube, sonst habe ich hier auch niemanden mehr. Guck hier nochmal ganz kurz wegen Munition. Was? Hat da noch irgendwer geschossen? Was interessiert wohl nicht? Ach, da hinten. Shit. Ist er down? Kann ich mir gar nicht vorstellen, so richtig. Nee, da ist er noch. Habe ich nur seinen Helm vorweg geschossen, oder was? Bleib unten. Haben wir ihn jetzt mal so langsam? Joel, da ist der Ausgang. Ich sehe ihn. Okay. Was wir hier an Munition verbraten haben, ist echt, ne? Nicht so schön. Oh, na gut. Natürlich liegt hier nochmal ein Snack rum. Okay. Ich bin da, wenn auch. Wohin? Ich weiß doch nicht, wohin. Wo ist Ellie? Da ist eine Treppe. Da. Gut, dann gehen wir mal runter. Oh. War da irgendwas? Ich hoffe nicht. Ob ich hier schon wieder Shit sage, ne? Aber es ist auch so. Ich lauf ja, ich laufe. Oh nein. Da drüben ist ein Soldat. Sollten wir keine Gasmaske anziehen? Ach, hat er. Wie kannst du das verdammte Zeug einatmen? Ich hab dich nicht angelogen. Hast du sie? Nein, alles leer. Na gut. Der bietet euch so. Also wir sollten sie finden und abhauen, bevor Klicker kommt. Oh nein, Klicker auch noch. Das ist mehr als unschön. Shit. Achso, das Mädchen da vor dir läuft, ist okay, ja? Aber wer? Ich lauf da. Dann ist hinüber, du. Oh, shit. War schön zu sehen. Also es ist halt wirklich nur wichtig, ob ich jetzt da bin. Es war gerade so ein Gedanke, den ich halt hatte. Problem ist, die Ballerei könnte eventuell etwas anlocken. Man, bisher sehe ich noch nichts. Ich werde noch früh genug etwas sehen. Befürchte ich. Aber nur gut. Wo sollen wir langsam hier wirklich hier durch? Befürchte ja. Weil wahrscheinlich hier. Hier geht's gar nicht irgendwo lang, ne? Ne. Zumindest nicht für uns. Das heißt, wir müssen durch die Züge da. Durch die alte Bahnstation.
Ich meine, hier werden ja keine Bahnen mehr fahren. Zwischendurch immer wieder gucken, ob da irgendwo was ist. Na, man weiß ja, wie das ist. Nachher überraschen sie einen und man rennt voll rein. Muss nicht sein. Uns fällt schon das ein. Das ist ein verdammt beschissener Zeitpunkt dafür, nicht schwimmen zu können. Dann muss ich jetzt irgendwie was finden, was ich dann jetzt darüber lotsen kann, damit sie darüber schwimmen kann, was? Drücken zum Tauchen und X zum Auftauchen, aha. Okay. Das ist jetzt gut. Kann auf jeden Fall hier durch. Kannst du da hoch? Ja. Na, wie kriege ich jetzt Ellie da? Da weg, dahin. Weiß ja auch nicht. Muss ja auch irgendwie gehen, oder? Kann doch nicht sein, dass ich hier so weit zurücklaufen muss. Was ist das? Hey, hallo? Da, sie geht noch. Eine Leiter. Wie kommst du denn da hin? Geht es damit? Wie komme ich da hoch? Ich habe doch eben hier noch so unseren Leuchtepunkt gesehen. Ne, da kommst du nicht hoch. Das geht nicht. Aber darüber vielleicht, über die Palette. Ja. Okay, dann ziehen wir die Palette wenigstens zu Madamchen. Ups. Ich sag doch mal, Palette hier zu Madamchen. Irgendwie. So, kommen Sie rauf. Steig drauf. Wirklich? Ja. Sollen jetzt rüber mit dir hier. Vorsichtig. Ich hab dich. Oh. Die Palette fing gerade an zu sinken. Kannst du da hoch? Jetzt? Ah ne. Ellie macht da schon was mit der Leiter. Die Leiter steht im Wasser. Ob das so funktionieren kann? Bin mir fast sicher, das würde nur funktionieren, wenn die Leiter auch wirklich massiv ist. Meistens ist das ja eine hohle Ummantelung dieses Leitergeländers sozusagen. Dadurch würde es dann wieder oben schwimmen. Oder es hat offene Öffnung. Dann ginge es eventuell auch. Dass halt Wasser reinfließen kann. Dass das dann wiederum, ne, massiv ist und so. Aber normalerweise würde halt so eine Leiter wahrscheinlich oben schwimmen. Da ich auch immer alles hinterfragen muss. Furchtbar. Hey, also, wegen Tess. Ich weiß nicht mal, okay, was... Okay, ich sag dir mal, wie es abläuft. Erwähne nie wieder Tess. Niemals. Es ist besser, wir behalten unsere Geschichten für uns. Zweitens, erzähl niemanden von deinem Zustand. Man wird dich für verrückt halten oder töten. Und drittens, du tust, was ich sage, wenn ich es sage. Alles klar? Klar. Wiederhol es. Was du sagst, zählt. Gut. Da ist eine Stadt. Ein paar Meilen nördlich. Ein Typ dort schuldet mir was. Kann sein, dass er ein Auto für uns hat. Okay. Los, gehen wir. Falls der Typ noch lebt. Ist ja auch so eine Sache.
Na bitte. Ja, hier lang wird's schneller gehen. Aber auch sicherer? Wow. Was? Nichts, ich hab nur sowas noch nie gesehen, deshalb. Etwa den Wald? Ja, im Wald war ich noch nie. Ist ziemlich cool. Na gut, die Apokalypse hier ist ja jetzt auch 20 Jahre alt, ne? Sie wurde ja mitten in der Apokalypse geboren. Da kennt sie sowas natürlich nicht, aber es sieht schon verdammt schön aus. Warum bringst du mich nicht zurück zu Marlene? Wenn sie das schaffen könnte, hätte sie dich behalten. Na, vielleicht geht's ihr besser. Kleine, ich will dich nicht aufregen, aber ihre Überlebenschancen waren nicht gerade hoch. Sie ist viel stärker, als du glaubst. Es ist egal. Denn ich glaube kaum, dass einer von uns lebend bei ihr ankommen würde. Glaub mir, mir wäre es anders auch lieber.